Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima. Und jetzt geht's hier weiter mit den. Mit dem Wald der Ulrocks in Karaga. Und wenn die alle zerbröselt sind, dann geht's hier an das Schloss rein. Mal schauen, ob das schon in diesem Teil passieren wird. Oder dann erst im nächsten. Oh, noch eine Essenz. Sehr schön. Und da scheint eine Farm zu sein. Das ist wahrscheinlich dann nochmal so eine Hexenfarm. Eine Hexenfarm, wo Hexen gezüchtet werden. So, dann machen wir hier erstmal den... Den da kaputt in der Mitte. Da brauchen wir auf jeden Fall Schutz. Das ist schon wieder ein Kampf, der ein bisschen schmerzhafter wird. Müssen auf jeden Fall alle Ressourcen verwendet werden. Den in der Mitte haben wir. Nein, wir den. Einmal Nalaet. Den in der Mitte. Quatsch. Zwei. Aua! Wird jetzt mal abgewehrt. Dann müssen wir jetzt eine ordentliche Heilung raushauen. Das sind alle drei gewesen. Der muss einmal... Ne, muss er eigentlich nicht. Der links sollte jetzt von nahe, genau, Blutung gestillt, aber ist auch gut. Dann kriegt der jetzt den Hotz drauf. Solange wie der nicht kritzelt. Gesund war was anderes. Der käme als nächstes dran. Dann machen wir da mal einen kleinen Zaubertrick und pusten den weg. Damit der gegengeheilt werden kann, ohne dass ich dafür irgendwas benutzen muss. Valvet. Dahinter. Und dann stirbt die gleich und wird ausgetauscht. Einmal heilen. Und dann darf die den nochmal... Ein kleiner hier, lohnt das? Ja, machen wir lieber ein kleiner, bevor der jetzt kaputt ist. So, neuer Nalaet. Dahinter. Rums. Ups. Das ist schon sehr schmerzhaft, muss ich sagen. So langsam ist er weg. Weg. Ich kann nicht mehr casten. Okay, die haben Hotz drauf, den noch nicht. Muss aber sowieso reggen. Okay, der greift jetzt noch einmal an und stirbt dann. Sehr gut. Okay, dann hätten wir es jetzt. Nehmen wir den hier. Thank you.
Und er darf auch einen Hot haben. Ups. Ja, komm, stellen wir den noch dazu. Lang macht's den Platz nicht mehr. Ein großer hier. Quatsch. Ja, wenn ich hier keine Sachen drauf habe, dann dauert das schon eine ganze Weile. Hält sich selber. Da kann ich jetzt fleißig Leertaste drücken. Hot. Und regenerieren. Der kann jetzt wieder mit seinem Schlag arbeiten. Den habe ich falsch weggeklickt. Ups. Ja, das dauert dann schon sehr, sehr lange, wenn man die mit Nahkampfwaffen kaputt machen muss. Ich kann auch mal gucken, wie die... Na, waren immer noch nicht alle. Wie die Schadensverteilung aussieht. Gruppenstatistik. 38% von allen Schaden kommt von Fey. Das ist schon... schon hart. Ja, dann muss ich erstmal hier rasten. Arwinzels Hütte. Wieder so eine Hexe, da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Du kannst das Wasser darin trinken. Heilige Resistenz. Aber hallo. Da ist die Fackel ausgegangen. Dann benutzen wir jetzt mal magisches Licht.
Ist nicht ganz so toll wie eine Fackel, glaube ich. Jetzt müsste auch so langsam der Tag kommen. Jo, dann hacken wir die auch noch zu Klump. Ich muss mal gerade noch was notieren. So, alles auf ihn. Ein Gulot. Der rechte. Einmal Schutz. Nalaet. Rechts hinten. Hatte ich eben gesagt, dass er den rechten hat? Ich glaube ja. Kann nichts tun. Links hinten. Erstmal so weiter. Mitte hinten, okay. Quatsch. Einen neuen Gulag bitte. Und Feuer. Feuer. Links. Mach mal hier mal eine kleine Heilung drauf. Das sollte da schon... Ne, mach mal eine fette Heilung drauf. Blub. Der kann sich selber regen. Feuer. Mitte. Weiß nicht, ob der überhaupt noch jemanden umwandeln kann. Werden wir jetzt sehen. Ne, kann er nicht mehr. Das heißt, die anderen beiden kann ich auch abfackeln. Links und rechts. Ich bin aber auch gerade fleißig Wunden am Ansammeln. Eine hier. Ach, das reicht nicht mehr für die andere Seite. Das ist schade. Den können wir jetzt ersetzen durch den. Quatsch. Kritischer Treffer. Das ist aber nicht nett. Ah, sehr schön. Nochmal eine fette Heilung da drauf. Zing. Weg ist er.
51%. Die Wunden, die verhindern oder die versenken, genau. Die senken zwar die Verteidigungskapazitäten, aber umso stärker den Angriff. Das heißt, wenn ich selbst genauso viel Wunden habe wie er, dann kann ich ihn überhaupt nicht mehr treffen. Aber der wird jetzt auch sterben. Das passt also schon. Ratsch. Und weg da. Karaga. 18 und Gebiet geklärt. Sehr schön. Aber leider ist niemand dadurch aufgestiegen. Fey steigt fast auf 22. Kann dann Feuer wegmachen. Skill erlernen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den wirklich lerne dann am Anfang. Denn die braucht die Skillpunkte im Moment für andere Sachen. Und im Moment habe ich keinen Dungeon, wo ich das brauche. So, den Schlüssel hierzu habe ich auch noch nicht. Vom König Thondra. Ein guter Zeitpunkt, um erstmal wieder zurückzulaufen und zu speichern. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich hier reingehe oder hier den Rest noch erkunde. Moment, ich habe doch schon einen Auftrag für die Hexe, oder? Aber Winzel. Der Kopf von Arwinzel. Niemand weiß, wo genau. Mhm. Dann könnte man die auch mal angehen. Dann, tschüss. Der steigt auch fast wieder. Erstmal nach Velegarn Nahrung sammeln. Das ist zwar noch nicht wieder da, aber unten die sind wieder da. Dieser Regenerationsskill, der ist schon ziemlich krass. Also theoretisch müsste man mit dem Paladin auch so ziemlich alles in der Arena kaputt hacken können. Was nicht mehr macht als 50 Schaden pro Runde, weil er das ja halt immer gegenheilen kann. Was ist 50? Das macht halt maximal. Hat die das schon auf Max ausgebaut? Ich denke schon. Ja, so um die 40, 50 Hitpoints kann man auf jeden Fall im Schnitt damit regenerieren. Wobei die jetzt aktuell auch schon so viel machen. Man muss halt viel Schutz haben, dann passt das. Ich wollte mit dem die Rüstung noch weiter... Ne, mit dem wollte ich die Rüstung weiter ausbauen. Der hat... Welcome to my store. Mhm. Stärke. Alles Müll. Ist aber ganz gut was wert. Goodbye.
7000. Good day. Gekauft. 7200 kostet das nächste. So, dann... Doch, dann gehe ich die Hexe an. Die Quest haben wir. Und... Ach, da unten ist das Zeug wieder respawned. Okay, dann sammle ich das auch gerade noch ein. 5. Dann wäre 178 der nächste Tag. Der nächste Stopp. Dass er wenigstens ein Minispiel wäre oder so. So wie bei Vision, wo man Algenburger pressen muss. Um sich sein Essen zu finanzieren. Wir sind hier überladen. Ja, da können wir wohl auch ein bisschen von abgeben. Greetings, Stranger. Sehe schön. Passt. Auf nach Arvinzel. Garaga. Kommt hier erstmal wieder eine Interruption. Gespeichert hatte ich. Hoffentlich. Mühevoll. Das ist mir zu mühevoll. Da unten noch weiter? Nee. Oha! Hunde! Na, da muss die Hexe wohl erstmal warten. Ui! Das wird wohl nichts werden. Oh, und direkt kritisch getroffen. Das ist schön. Vielleicht habe ich ja einen Lucky Strike und es funktioniert. Autsch. Das Problem ist jetzt... Na, wobei der... Na gut, mit dem habe ich keine Mana. Das heißt, er kann jetzt auch normale Gegner angreifen. Na, Mist. Jetzt kommen die ganzen Hunde dran. Wenn er den einmal verzögern kann, dann kommt mein Heiler auf jeden Fall nochmal dran. Aber das mache ich nicht. Ich mache Schutz und spekuliere darauf, dass die nicht angegriffen wird. Gut. Einmal fette Heilung. Das hat ja doch ganz gut funktioniert. Der ist schon halb tot. Sehr gut.
Der lebt noch. So ein bisschen. Der ist als nächstes dran. Das ist okay. Nala Ed. Wieso hat die noch nicht gezogen? Fette Heilung. Heilung. Okay, 70. Der ist jetzt dran. Der kriegt hierdurch 78 Schaden. Noch ein Schurikenlauf. Den lohnt sich auf jeden Fall nicht. Also nehmen wir wen anders. Gut. Der stirbt beim nächsten Angriff. Oder ich müsste dem 71 Hitpoints wegnehmen. 51. Den könnte ich jetzt direkt rausbomben. Aber ich glaube, ich lasse den noch einmal angreifen. Oder? Ja. Und dann fangen wir hier mit dem nächsten an. Gut. Können wir direkt neu holen. Sehr gut. Da lohnt sich nicht. Zack. Und der kann entweder noch eine Heilung verteilen oder den nochmal verzögern. Mach mal eine Verzögerung. Eine Sekunde. Scheiße. Ja, schade. Hätte der wen anders angegriffen, hätte ich den Kampf wahrscheinlich gewonnen. Dann machen wir Avinzel wohl in diesem Teil nichts. Das ist der 19. Kampf jetzt gegen die Hunde. 19. Dann werde ich kurz rauslaufen, die Hundenachricht triggern. Und dann zu dem Resi-Dingen laufen. Wobei ich halt nicht genau weiß, wodurch das getriggert wird. Davonlaufen. Erfolg. Okay, zurück. Velegan. Einmal speichern. Vor Runde 5. Hoch zum Tempel. Zum Schrein. Whatever. Okay. Dann können wir hier gerade noch einmal rasten, damit der auch volle Mana hat. Und jetzt können die Hunde kommen. Lasst die Hunde los!
ist auch noch ein Busch. Aha. Faszinierend. Den werde ich dann jetzt jedenfalls auch jedes Mal einsammeln, wenn ich gegen die Hunde kämpfe. Kämpfen. So, direkt einen Valvet oder einen Nalait. Nehmen wir einen Valvet. Und einen Shuriken, der hat sogar getroffen. Schön. Schutz. Ah, na gut, ist nicht so dramatisch. Shuriken ist das Wichtigste. Und direkt noch einen für dich. Da machen wir jetzt ein bisschen Risiko. Du musst mit einem Hot auskommen. Zauber misslungen, zum zweiten Mal. Das gibt's doch gar nicht. Nalait. Damit da auch wer was von dem Dot hat. Okay, sieht gut aus. 44, 14. Fangen wir direkt mit dem nächsten an. Zack. Hot. Ja, lass ich den weiter wüten und greife hier weiter an. Runterknüppeln kann ich den noch. Quatsch. Der würde jetzt. Ja, hält eigentlich noch eine Ecke aus. Naja, lass mal den mal. Zack. Quatsch. Ah, jetzt wird's aber hier eng. Das ist jetzt Risiko. Wenn der den oder den angreift, ist er tot. Da können wir auch nichts gegen machen. Aber die heilt sich selber, wenn sie drankommt, und der nicht. Also machen wir den Heal hier. Weil der nicht dran gekommen wäre. So, dann mal hier weiter drauf. Zack. 45. Der tickt auch runter. 50. Na. Gut. Sehr gut. Einmal Valvet. Der heilt. Ach, kann er nicht heilen. Gift entfernen. ...61... Muss noch mehr drauf, einer drauf, und dann ist er nach zwei Zügen tot. Das ist jetzt auch wieder Glück, ob die das überlebt oder nicht. Kann man aber leider nichts machen. Der muss noch einmal... Ah, Mist. Gut. Greift man den jetzt... Na, hat wieder nicht gereicht. Nein! Okay. Schade, Pech gehabt. Nochmal. Neue Notiz. Da
Food speichern. Und wieder hoch. Einmal Mampf. Dann rasten. Bilden. Und die anderen Büsche abgrasen. Dürfen jetzt wohl die Hunde kommen. Ja, da sollte ich mich stärker darauf konzentrieren, einen wegzubekommen, statt die alle irgendwie Schaden zu machen. Ratsch. Schön, er ist halt getroffen, es ist wichtig. Ball wird. Quatsch. Auf. Ein Hot. Ah, noch einer drauf. Schutz. So, was hatte ich beim letzten Mal auch irgendwann aufgegeben mit dem Schutz? Das auf der linken Seite mache ich auf jeden Fall weiterhin, weil der da einfach wesentlich mehr Schaden macht als auf allem anderen. Zack. Nochmal gut gegangen. Der ist beim nächsten Mal tot. 70, 7, genau 87 macht er Schaden. Glück gehabt. Der Salandra-Angriff ist auch tot. Den wuschen wir. Na, scheiße, es hat nichts gebracht. Nur Mana gekostet. Sehr gut. So, hier einen dicken Heal hin. Eigentlich reicht ein kleiner Heal, oder? Nein, einen hohen dicken hin. Zack. Sehr gut. Ja, war auch gut so. Ja, können wir eine Aura brauchen? Den brauchen wir eigentlich nicht mehr weiter angreifen, der stirbt schon. Dann nehmen wir den als nächstes. Ratsch. Einmal Nalaet. Auch einen fetten Heal drauf. Na, ja, der dauert noch zu lang. Autsch. Einmal wächst. Dann hat nichts gebracht, aber Glück gehabt.
Das gefällt mir nicht. Der stirbt halt auch an seinem Gift gerade. Müssen wir leider auf Risiko gehen. Sehr gut. Das regeneriert jetzt sowieso wieder weg. Und dann machen wir hier einmal noch einen Heal. Ratsch. Und dann ist der Kampf jetzt wohl auch gewonnen, denke ich. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Muss nicht unbedingt nochmal drankommen. Das dauert jetzt bloß ewig, bis der tot ist. Ja, und der hätte jetzt Shannaria noch versenken können. Glücklicherweise nicht getan. Zack. Einmal Nala noch nachholen. Ob der da Mitte oder ohne Mana drauf haut, ist eigentlich ziemlich egal. Na, falsch. Das wird in Hot werden. Kann sich aber auch jetzt selber regenerieren. So eine Mana verpulvert. Da stecken gerade die Wunden fröhlich hoch. Und da steckt das Gift fröhlich hoch. Ja, so ein Hund ohne Magie zu töten dauert Ewigkeit. Die ganzen Nahkämpfer machen einfach so wenig Schaden. Den sollte ich vielleicht mal heilen. Thank you.
schön. 1520, wieder zwei Zähnchen dazu. Jawohl. Aha. Und ein Stufen, zwei Stufenaufstiege. So, mit dem wollte ich weiter Rüstung trainieren. Erstmal lernen. Kräuterkunde. Rüstung. Und dann machen wir noch einmal Geländekunde. Plus die Stärke. Damit hat er jetzt 10 frei. Und ist immer noch eins zu wenig. Der kann aber die Schuhe ausziehen. Denn die hat die ja auch noch nicht an. Dann passt das. Kann die nämlich jetzt demnächst Handschuhe anziehen. Ja, und der müsste halt weiter steigern, Rüstung, aber der kriegt das billiger als sie. Das passt. Die trägt halt den Schild, der nicht gerade... Na gut, 4 ist es auch nicht so viel. Man könnte jetzt auch noch hingehen und das austauschen. Dann hätten beide noch Platz. Jo. Dann kann ich mal gucken, ob ich neue Handschuhe und Schuhe bekomme. So, einmal steigern. Auch wieder Mana. Und lernen. Feuerball. Und Ende der Flammen könnte sie jetzt theoretisch noch mitlernen. Ja, lerne ich das früher oder später, muss ich das ja auf jeden Fall machen. Feuerball auf 2. Lernen habe ich mit dabei. Ja. Wieder zurück. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, könnte man wieder einen Schnitt machen. Und dann geht es am nächsten Mal zur Hexe. Ich gucke aber mal gerade noch. Ob der Händler vielleicht was Brauchbares hat und Shurikens kann ich auf jeden Fall auch kaufen. Denn die bin ich gerade ganz gut am rauspusten. Platinfaser-Armbrust mit 4 Wundschaden. Hat aber halt 14 Sekunden. Lieber wäre mir irgendein Bogen mit zusätzlichem Wundschaden. Shurikens. 2. Das Philosophen. Erfahrung erhalten plus 3%. Das wäre dann auch noch was, was ich für meine... Goodbye. Hier irgendwen holen kann. Die bleibt weiter beim Stab, aber die könnte das ersetzen. Da mal 5%. Da mal 5%. Das sind 5.
Need a new weapon? Das ist ein leichter Schild. Das ist eigentlich schon... Na gut, der hat nur 3%. Das ist nicht so schön, aber 3% ist halt... Das sind 3%. Nehmen wir. See you soon. Den können wir verticken. Die ist jetzt natürlich überladen. Dann muss die Handschuhe loswerden. Und die kann er jetzt anziehen. At your service. Dabei jetzt irgendwas an Handschuhen zu kaufen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Lass mich mal. Come back soon. Noch 72 Gold. Jo, dann mache ich jetzt hier ein Schnittchen. Und beim nächsten Mal geht's dann zur Hexe. Bis denn!